steht ja voll neben dich. Moritz von Schirmeister. Will you repeat this oath after me? I swear by God. Ich schwöre bei Gott. The Almighty and Omniscient. Dem Allmächtigen und Allwissenden. That I will speak the pure truth. Dass ich die reine Wahrheit sagen. And will withhold and add nothing. Nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werde. And sit down. Herr Zeuge, vor Beginn Ihrer Vernehmung möchte ich Sie bitten, sich bei Ihren Antworten ganz allgemein möglichst kurz zu fassen. Schildern Sie bitte zunächst dem Gericht ganz kurz Ihren Lebenslauf, damit das Gericht weiß, mit wem es zu tun hat. Beamten- und Offiziersfamilie, 3 Semester Theologie, 10 Jahre Bankbeamter, davon 5 Jahre in Südamerika. Dann Schriftleiter bis zu meiner Berufung nach Berlin. Am 1. Oktober 1931 in die Partei eingetreten. SS-Hauptsturmführer in der allgemeinen SS. Während des Krieges 4-mal Soldat. Zuletzt seit dem 31. Juli 1944. Am 22. September 1944 in britische Kriegsgefangenschaft geraten, seitdem in England. Als ich vor einigen Tagen das Thema Ihrer Vernehmung mit Ihnen besprach, haben Sie mir erklärt, dass Sie Ihre frühere positive Einstellung zum Nationalsozialismus in keiner Weise hindere, hier jetzt eine wahrheitsgemäße Aussage zu machen. Stimmt das? Ich sagte Ihnen schon, ich habe an die Sache geglaubt. Ich habe ihr alles geopfert. Ich habe alles durch sie verloren. Es war für mich sehr bitter. Aber ich weiß heute, dass ich einer schlechten Sache gedient habe. Ich bin völlig frei davon. Ich habe bereits in meinem letzten Lager in England mithelfen dürfen. Bei der Umschulung meiner Kameraden. Ich habe dort die Lagerzeitung herausgeben dürfen. Und wenn ich nur könnte, dann würde ich heute mitarbeiten zum Wiederaufbau eines demokratischen Deutschlands. Wann lernten Sie den Angeklagten Fritzsche kennen? Am 1. Juli 1938. Was waren Sie damals? Welche Stellung sollten Sie einnehmen? Ich war Schriftleiter in Braunschweig und wurde ins Propagandaministerium berufen, um persönlicher Pressereferent von Dr. Goebbels zu werden. Und welche Stellung haben Sie dann tatsächlich im Propagandaministerium eingenommen? Ich war bis zum 1. Juli 1943 persönlicher Pressereferent von Dr. Goebbels. Dann war ich persönlicher Referent von Staatssekretär Gutterer bis zum 1. April 1944. Ging mit ihm noch für 3 Monate zur UFI. Das ist die Dachgesellschaft aller Filmgesellschaften.
und ging dann am 31. Juli 1944 ins Feld. Waren Sie also täglich mit Dr. Goebbels zusammen? Seit Kriegsausbruch. Seit Kriegsausbruch. Ich darf kurz schildern, worin meine Haupttätigkeit bestand. Bitte. Ganz kurz, bitte. Ich musste während des Krieges das gesamte anfallende Nachrichten- und Propagandamaterial der feindlichen Sender durchsehen und Dr. Goebbels davon laufend Auszüge übermitteln. Diese Auszüge waren für Dr. Goebbels die Grundlage für seine Propagandaanweisungen. Er gab sie morgens selber aus. Nachmittags und abends musste ich sie an Presseabteilung und Rundfunkabteilung durchtelefonieren. Und daher war ich während des Krieges, soweit das nicht meine Vertreter machten, in der Wohnung von Dr. Goebbels, nahm auch die Mahlzeiten mit ihm ein, schlief bei ihm in seinem Hause, begleitete ihn auf Reisen und so weiter. Welche Stellung nahm Fritzsche damals ein? Herr Fritzsche war damals stellvertretender Abteilungsleiter in der Abteilung Inlandspresse. Schildern Sie Art und Bedeutung der Stellung Fritzsches im Propagandaministerium auch in der Folgezeit. Ganz kurz. Ich sollte mich in der Inlandspresseabteilung einarbeiten. Die Zustände dort waren denkbar schlecht. Der Leiter, Herr Berndt, trieb eine ausgesprochene Holzhammerpolitik. Er schnauzte herum, kommandierte und warf die Schriftleiter am laufenden Bande heraus. Could you put his headphone right there? Die Referenten waren im Format dem Durchschnittsschriftleiter weder an Können noch an Wissen gewachsen. Der einzige ruhende Pol dazwischen ist Herr Fritzsche gewesen. Er war der einzige Fachmann, er kannte die Nöte und Bedürfnisse der Presse. Und er hatte auf der einen Seite das Porzellan zu leimen, was Herr Berndt dauernd zerschlug, und auf der anderen Seite versuchte er organisatorisch die schlechten Referenten durch bessere zu ersetzen. Kann man also sagen, dass der Angeklagte Fritzsche in sein Amt nicht gekommen ist, etwa als Exponent der Partei, sondern als Fachmann? Nur als Fachmann. Die extremen Parteimänner im Ministerium nahmen Herrn Fritzsche damals gar nicht ganz für voll. Aber als Fachmann war er damals und ist es auch später gewesen, der gute Geist der Presse. Gehörte Fritzsche damals zu den Mitarbeitern des Ministeriums, die Goebbels regelmäßig zu Besprechungen empfing? Solche Besprechungen, regelmäßige Besprechungen, haben damals überhaupt noch nicht stattgefunden. Herr Fritzsche gehörte auf keinen Fall dazu. Wurde er also erst hinzugezogen,
als er Abteilungsleiter geworden war. Soweit solche Besprechungen damals überhaupt schon stattfanden. Eigentlich erst seit Kriegsbeginn. In welcher Weise pflegte Dr. Goebbels sich mit seinen Mitarbeitern zu besprechen? Seit Kriegsbeginn fanden täglich am Vormittag um 11 Uhr Konferenzen statt, die Dr. Goebbels selbst leitete und in denen er alle notwendigen Propaganda-Anweisungen gab. Wie viele Teilnehmer hatten diese 11 Uhr Konferenzen? In der ersten Zeit, das heißt bis zu Beginn des Russlandfeldzuges, etwa 20 Personen. Später weitete sich dieser Kreis auf etwa 50 Personen aus. Wurde auf diesen Konferenzen diskutiert? Oder stellten Sie mehr eine Ausgabe von Befehlen dar? Diskutiert wurde auf diesen Konferenzen niemals. Zunächst gab der Verbindungsoffizier des Oberkommandos der Wehrmacht einen Überblick über die militärische Lage und dann gab Dr. Goebbels seine Anweisungen für die Propaganda, hauptsächlich in Presse, Rundfunk und Wochenschau. Wer leitete die Konferenzen, wenn Dr. Goebbels einmal nicht anwesend war? Normalerweise der Staatssekretär. Und wer leitete sie, wenn auch der Staatssekretär nicht da war? Meist Herr Fritsche, manchmal auch der Leiter der Auslandspresseabteilung oder der Auslandsabteilung, meist aber Herr Fritsche. Gab Fritsche in diesen Fällen die täglichen Propaganda-Anweisungen von sich aus oder wie war das sonst? Nein, wenn der Minister nicht in Berlin war, ließ er sich auch laufend über das Nachrichtenmaterial, das aus dem Ausland anfiel, unterrichten. Er gab dann mir oder einem meiner Vertreter die Anweisungen, genauso wie sonst in der Konferenz. Ich musste diese Anweisungen durchtelefonieren. In Berlin wurden sie vom Stenografen aufgenommen und wortwörtlich als Anweisungen des Ministers in der Konferenz verlesen. Das muss übrigens auch aus den Protokollen hervorgehen. Es war ausdrücklich immer bezeichnet als Anweisung des Ministers. Wenn Fritsche schriftlich formulierte Weisungen in der von Ihnen geschilderten Art, die Goebbels gegeben hatte, verkündete, hat Fritsche dann von Goebbels nicht behandelte Fragen dadurch zu klären versucht, dass er sie diskutieren ließ? Es kam, wenn Dr. Goebbels weiter von Berlin abwesend war, vor, dass die neuesten Nachrichten ihn nicht mehr rechtzeitig erreichten. In diesen Fällen hat Herr Fritsche die Dinge zur Diskussion gestellt, für und wider gegeneinander abgewogen und dann eine Anweisung auf eigene Faust gegeben. Das wurde schriftlich festgehalten, der Minister las es nachher und hat das dann gebilligt oder auch abgeändert.
Nun gab es doch sicher nicht nur solche großen Konferenzen mit 30 oder 50 Personen, bei denen Goebbels seine Weisungen erteilte, sondern wohl auch intimere Aussprachen. Im Laufe des Vormittags kamen selbstverständlich einzelne Abteilungsleiter zu Dienstbesprechungen auch zum Minister. Wurde Fritzsche damals zu solchen intimeren Aussprachen hinzugezogen? Im Allgemeinen nein, denn der Minister benutzte die Konferenzen, bei denen ja alle Abteilungen vorhanden waren, um das, was er gleichzeitig für Presse, Rundfunk und Wochenschau zu sagen hatte, zusammenzufassen. Zu den Einzelbesprechungen kamen dann die Abteilungsleiter, deren Leiter. Wie oft Gutterer, schließlich Dr. Naumann, die Staatssekretäre ebenso die persönlichen Referenten, die immer dabei waren. Fritzsche ist nur ganz selten bei solchen Einzelbesprechungen. Persönlich waren diese Abteilungsleiter aufzuteilen zwischen Fachmänner, ausgesprochenen Parteimänner, etwa Herr Berndt, dienstlich hat Leiter in einem Ministerium zu sagen hat. Er sie nicht mehr brauchte, herauswarf. Es war nicht nur mit den Abteilungsleitern so, sondern ich darf daran erinnern, wie er seinen Staatssekretär Gutterer in unwürdiger Weise weggejagt hat, als er ihn über hatte. Die Anklage wirft Fritzsche vor, er habe in den Nachrichtenagenturen, in Rundfunk und Presse Deutschlands ein Instrument geschmiedet, das eine wichtige Rolle gespielt habe in den Händen der sogenannten Verschwörer bei der Durchführung ihrer Pläne. Stammt die Organisation der Presse im nationalsozialistischen Staat überhaupt von Fritzsche? Was können Sie zu diesem Vorwurf sagen? Als Herr Fritzsche ins Ministerium kam, war diese Presseabteilung längst fertig und aufgebaut. Im Übrigen darf ich aber auch sagen, dass auch selbst Dr. Goebbels im Sinne der Anklage nicht zu diesem Verschwörerkreis insofern gehörte, als er ja nicht zum Kriege hat treiben wollen, sondern seine Aufgabe gerade in einer unblutigen Eroberung von Ländern gesehen hat. Also war diese Organisation fertig, als Fritzsche die Leitung dieser Abteilung Deutsche Presse im Winter 38-39 übernahm. Jawohl, fix und fertig. War Fritzsche in dieser Leitung selbstständig? Falls nein, wem unterstand er? Herr Fritzsche hat leider nicht nur als unselbstständiger Abteilungsleiter Herrn Dr. Goebbels unterstanden, sondern er stand zwischen zwei Feuern. Da war auf der anderen Seite nämlich noch der Reichspressechef, Dr. Dietrich. Und in der ganzen deutschen Presse ist
der Zwiespalt zwischen diesen beiden bekannt gewesen. Der Reichspressechef war zwar als Staatssekretär ins Propagandaministerium eingebaut, aber trotzdem verlangte er das Recht, selbstständig als Reichspressechef Weisungen geben zu können. Und der Reichspressechef über einen Punkt nicht einig waren, dann wurde das jedes Mal auf dem Puckel des unglücklichen Abteilungsleiters der Abteilung Deutsche Presse ausgetragen. In welcher Richtung war Fritzsche in der Presseorganisation tätig? Zog er die Fesseln fester an oder versuchte er, sie zu lockern? Ich sagte schon, Herr Fritzsche war der einzige wirkliche Fachmann von Format, der in der Presseabteilung war. Er kannte die Nöte und die Sorgen und Bedürfnisse der Presse. Er wusste, dass ein Schriftleiter nur arbeiten kann, wenn man ihm gewisse Freiheiten lässt. Und so hat er sich immer dafür, dass die Fesseln gelockert wird. Eingesetzt dafür, dass die Fesseln gelockert würden. Er hat das viel mehr getan, als es nach außen in Erscheinung trat. Nach außen kam nur zur Geltung, was der Minister wünschte. Hatte Dr. Goebbels Beanstandungen gegenüber der Presse? War sie ihm nicht scharf genug? Ganz kurz bitte. Sie war ihm nicht scharf und nicht stur genug, jawohl. Wie verhielt sich Fritzsche gegenüber solchen Forderungen? Und zwar sowohl in Bezug auf einzelne Journalisten, als auch in Bezug auf ganze Zeitungen. Er ist immer wieder und bei jeder Gelegenheit, sowohl in den vom Minister geleiteten Konferenzen, als auch bei privaten Einladungen beim Minister, für die Presse, für diese Journalisten eingetreten und hat versucht, deren Standpunkt dem Minister gegenüber zu vertreten. Können Sie einen Namen nennen von Journalisten oder von Zeitungen, vor die sich Fritzsche in der geschilderten Weise schützend gestellt hat? Why should we be bothered with the names of individual journalists and papers? I mean, isn't it too detailed to go into that? Ja. Herr Präsident, dann gestatten Sie, dass ich wenigstens zu dieser Frage ein Affidavit anbiete als Fritzsche Exhibit Nummer 5. Es steht in meinem Dokumentenbuch 2 auf Seite 22. Es stammt von dem Verlagsleiter der Frankfurter Zeitung, Dr. Wendelin Hecht. Und ich möchte es ganz kurz zitieren. Zwecks Vorlage beim Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg versichere ich hiermit Folgendes an Eidesstatt. Erstens. Es ist wahr, dass der Angeklagte, Herr Hans Fritzsche, die Frankfurter Zeitung mehrere Jahre vor einem Verbot auch dadurch mitbeschützt hat, dass er Exemplare der Frankfurter Zeitung dem Führerhauptquartier vorenthielt. Zweitens, bei den vielen Angriffen, von denen die Frankfurter Zeitung infolge ihrer politischen Haltung betroffen wurde, hat sich der Angeklagte Hans Fritzsche wiederholt für das Weiterbestehen der Frankfurter Zeitung verwandt. Leutkirch, den 6.3.46, Dr. Wendelin Hecht.
sagen, wen gab es außer Goebbels noch an einflussreichen Personen im Propagandaministerium? Nach dem Weggang von Staatssekretär Hanke hat es nur einen einzigen Mann im Propagandaministerium gegeben, der wirklich Einfluss auf den Minister gehabt hat. Nur einen einzigen Mann, zu dem Dr. Goebbels ein persönliches Verhältnis gehabt hat. Das war sein späterer Staatssekretär, zunächst persönlicher erster Referent, Dr. Naumann. Hat sich Fritzsche öfter an Sie gewandt, um Näheres über die Ansichten des Ministers zu erfahren? Weil der Minister den Angeklagten Fritzsche eben nicht informierte. Sogar sehr oft, denn Herr Fritzsche wusste ja, dass ich mit dem Minister auch im privaten Gespräch oft zusammen war. Und er beklagte sich immer wieder, dass er ja in der Luft hänge, dass er schwimme. Ob ich ihm nicht zu diesem oder jenem die Ansicht des Ministers sagen könne. Ich habe ihm dann auch insofern helfen können, als ich ihm gelegentlich Privateinladungen zu Dr. Goebbels besorgte, dem ich von den Nöten von Herrn Fritzsche offen sprach. Hat Goebbels den Rundfunk scharf unter seine eigene Kontrolle genommen? Der Rundfunk war für Dr. Goebbels während des Krieges das wichtigste Propagandainstrument, das es überhaupt gab. Er hat sich keine Abteilung so scharf selbst unter die Lupe genommen wie den Rundfunk. Was? Er hat in von ihm geleiteten Sitzungen die kleinsten Details des künstlerischen Programms selber bestimmt. Es genügt mir, Herr Zeug. War Fritzsche wirklich der leitende Mann des deutschen Rundfunks, als welcher er nach außen hin erschien? Auch da keineswegs. Der leitende Mann war Dr. Goebbels selbst. Außerdem saß Herr Fritzsche auch da zwischen Sylla und Charybdis, denn es kamen da von der anderen Seite die Ansprüche des Auswärtigen Amtes für den Auslandsrundfunk dazwischen. War Fritzsche, der Minister Goebbels, in seinen Rundfunkreden etwa zu schlapp? Ich habe selbst im Auftrage des Ministers Herrn Fritzsche mehrfach Rügen erteilen müssen von dem Minister, weil seine Vorträge viel zu schlapp seien. Hat Goebbels ihn auch gelobt? Wenn ja, in welcher Weise? Wenn der Minister, was häufig geschah, Herrn Fritzsche lobte. I don't think that's of any interest to us whether Goebbels praised him. Eine andere Frage. Hat der Angeklagte Fritzsche dem Minister auch widersprochen? Herr Fritzsche war einer der wenigen Männer im Propagandaministerium, die dem Minister widersprochen haben. Sowohl in der Konferenz als auch in seiner Wohnung. Immer ruhig und bestimmt und oft auch mit einer gewissen Wirkung. Herr Präsident, ich erlaube mir, an dieser Stelle auf das bereits mehrfach erwähnte Dokument F.E. David Scharping, das Fritzsche Exhibit Nummer 2, zu verweisen. Und zwar auf Seiten 7, unten bis 8 oben meines Dokumentenbuches Nummer 2. Ich darf vielleicht nur einen kurzen Satz wörtlich zitieren. Ich zitiere: In den sogenannten Ministerkonferenzen war es ausschließlich Fritzsche,
der Goebbels in politischen Fragen widersprach. Herr Zeuge, wer war verantwortlich für die tatsächlich falschen oder übertriebenen Nachrichten in der deutschen Presse während der Sudetenkrise? Das war Alfred Ingemar Berndt, der Leiter der Abteilung. Der saß damals ganze Nächte mit Generalstabskarten, Adressbüchern und Namensverzeichnissen und fabrizierte Gräuelmeldungen aus dem Sudetenland. Herr Fritsche hat das damals mit Sorge verfolgt. Er ist einmal zu mir gekommen und hat mich gefragt, wohin treiben wir? Kommen wir nicht in einen Krieg? Wenn wir nur wüssten, was die oben eigentlich wollen und was hinter dem allen steht. Im Anschluss hierein eine weitere Frage. Beriet Goebbels bei irgendwelchen politischen oder militärischen Aktionen, die durchgeführt wurden oder werden sollten, sich vorher mit dem Angeklagten Fritsche? Nicht nur nicht mit Herrn Fritsche, sondern mit überhaupt niemandem. Der Minister hat niemals derartige Beratungen geführt. Fritsche behauptet, er habe von der Urheberschaft des Dr. Goebbels an den antisemitischen Ausschreitungen im November 38 erst viel später Kenntnis bekommen. Und zwar durch eine Bemerkung von Dr. Goebbels selbst. Das klingt nicht sehr glaubhaft, weil der Angeklagte Fritsche doch immerhin ein enger Mitarbeiter von Goebbels war. Können Sie uns hierzu etwas erklären? Wir haben 1938 im Ministerium wohl alle nicht gewusst, dass Dr. Goebbels der Urheber war. Dr. Goebbels war in der fraglichen Nacht nicht in Berlin. Er war, soweit ich mich entsinne, kurz vorher beim Führer gewesen und war noch in Süddeutschland. Das Gespräch, was Sie eben erwähnen, hat erst mitten im Kriege stattgefunden. Und zwar in Lanke, der einen Wohnung des Ministers. Gelegentlich eine Einladung, bei der auch Herr Fritsche zugegen war. Damals fragte den Minister irgendjemand direkt nach den Zusammenhängen der Ausschreitungen vom November 38. Darauf erklärte Dr. Goebbels: Die nationalsozialistische Wirtschaftsführung war zu der Auffassung gekommen, dass sich eine Eliminierung des Judentums aus der deutschen Wirtschaft nicht weiter durchführen lasse. Herr Zeuge, entschuldigen Sie, das genügt. Wir haben darüber heute schon gehört. Hat sich Fritsche mit Ihnen in späterer Zeit, und zwar soll im Juni 1944 gewesen sein, nochmals mit Ihnen unterhalten über seine generelle Einstellung zur Judenfrage? Ich habe Herrn Fritsche im Mai oder Juni 1944 in seiner Wohnung darauf angesprochen, dass er mir damals an diesem Ausschreitungstage gesagt hatte: Schirmeister, kann man das als anständiger Mensch eigentlich noch mitmachen? Und da hat mir Herr Fritsche dann gesagt: Wissen Sie, ich bin allerdings immer Judengegner gewesen. Aber nur in dem Sinne, wie es
ein Teil der Juden ja selber auch war. Er nannte eine jüdische Zeitung, ich glaube die CV-Zeitung. Die genügt mir, Herr Zeuge. Wie kam es dann trotzdem zu diesen antisemitischen Äußerungen Fritsches in mehreren seiner Rundfunkansprachen? Die waren vom Minister befohlen. Wir hatten aus der englischen Presse gesehen, dass in England eine gewisse antisemitische Strömung im Anwachsen war. Durch ein Gesetz in England wurde das dann aus der englischen Presse abgestoppt. Der Minister wünschte nun, einen gemeinsamen Nenner zu haben, gegen den im Ausland unsere Propaganda gerichtet werden könne. Dieser gemeinsame Nenner war der Jude. Um die Auslandspropaganda von innen her zu unterstützen, bekam Herr Fritsche Anweisung, nun auch im Inlande in einigen seiner Vorträge dieses Thema anzuschneiden. Wie war es mit Jugoslawien? Das Gleiche. Der Minister hatte am Abend seinen Adjutanten entlassen, beurlaubt. Ich musste nachts die verschiedenen Herren zusammen telefonieren. Und am frühen Morgen wurde übers Radio die uns bis dahin völlig unbekannte Erklärung verlesen. Und wie war es im Falle des Angriffs auf die Sowjetunion? Da war es noch toller. Da hat der Minister seine eigenen Abteilungsleiter zu Tarnungszwecken angelogen. Er zog etwa Anfang Mai aus der üblichen 20-Mann-Konferenz 10 Mann heraus. Und er sagte denen, meine Herren, ich weiß, manche von Ihnen glauben, es geht gegen Russland. Ich muss Ihnen heute sagen, es geht gegen England, wir stehen vor der Invasion. Richten Sie Ihre Arbeiten darauf ein. Sie, Dr. Glasmeier, machen eine neue England-Fanfare. Und so weiter, ein glattes Anlügen seiner eigenen Abteilungsdirektoren aus Tarnungszwecken. Wollen Sie also behaupten, dass keiner im Propagandaministerium etwas vom bevorstehenden Russlandfeldzug gewusst hat? Nein, es haben im Propagandaministerium vom Russlandfeldzug folgende Herren gewusst. Wenn ich unterstellen darf, dass ein Brief von Lammers an den Minister der Schlüssel dafür war. Ein Brief, in dem Lammers dem Minister persönlich geheim mitteilte, dass der Minister beabsichtige, Herrn Rosenberg zum Ostminister zu ernennen. Der Minister solle einen Verbindungsmann unseres Ministeriums zu Herrn Rosenberg persönlich benennen. Das war natürlich der Schlüssel. Davon haben gewusst der Minister, Herr Hadamowski, damals vertretungsweise sein persönlicher Referent, Dr. Tauber, der als Verbindungsmann benannt wurde. Ich, der ich durch Zufall diesen Brief gelesen hatte. Und der Leiter der Auslandspresseabteilung, Dr. Böhmer. Dr. Böhmer, das ist sehr wichtig,
hat mir selber einen Tag vor seiner Verhaftung in Gegenwart von Prinz Schaumburg-Lippe gesagt, dass er die Nachricht davon von Herrn Rosenbergs Kreis persönlich habe. Also wohlgemerkt nicht aus unserem Ministerium oder von unserem Minister. Als Leiter der Parallelabteilung wären selbstverständlich beide Abteilungsleiter gleichermaßen sonst unterrichtet worden. Wusste es Böhmer nicht durch den Minister, kann es auch Herr Fritsche nicht gewusst haben. Böhmer wurde am nächsten Tage wegen einer unvorsichtigen Bemerkung in dieser Richtung verhaftet, erst später gefallen. Ich fasse diesen Teil meiner Befragung zusammen in der allgemeinen Frage. Ob Sie jemals beobachtet haben, dass Goebbels vor großen militärischen oder politischen Aktionen der Regierung oder der Nationalsozialistischen Partei einen planenden Gedankenaustausch mit dem Angeklagten Fritsche gepflegt hat? Das ist völlig ausgeschlossen, das hätte dem Prinzip des Ministers völlig widersprochen. Er hat nicht nur nicht planend Gedanken ausgetauscht, sondern auch nicht informiert. Nun ein anderer Fragenkomplex. Die Anklage wirft dem Angeklagten Fritsche vor, er habe das deutsche Volk beeinflusst im Sinne einer Herrenvolk-Idee und damit auch im Sinne des Hasses gegen die Völker anderer Länder. Hat Fritsche überhaupt einmal den Auftrag erhalten, eine Propaganda im Sinne der Herrenvolk-Idee zu betreiben? Sie müssen, nein, auf keinen Fall. Sie müssen dazu wissen, dass Dr. Goebbels mit all der Parteidogmatik, mit dem Mythos überhaupt nichts anfangen konnte. Das sind keine Dinge, mit denen man Massen fängt. Ihm war die Partei das große Sammelbecken, in dem aus möglichst vielen Richtungen heraus sich nun das Volk zusammenfinden sollte. Und über gerade die Herrenvolk-Idee hat er sich vielleicht bedingt auch durch seine eigene körperliche Behindertheit oft mockiert. Er hat die glatt abgelehnt. Das war nichts für Dr. Goebbels. Den Hass soll ich jetzt beantworten? Sie fragten mich auch nach dem Hass. Eine Propaganda des Hasses gegen andere Völker wäre absolut gegen die Propagandalinie von Dr. Goebbels gegangen. Denn er hoffte ja, und er hat diese Hoffnung zuletzt wie einer Fata Morgana angehangen. Dass er eines Tages umschalten könne von gegen England, gegen Amerika auf mit England, mit Amerika. Und wenn man das will, kann man keinen Hass gegen ein Volk gebrauchen. Er wollte mit den Völkern gehen, nicht gegen die Völker. Gegen wen sollte denn nun dann diese Propaganda in Rundfunk und Presse kämpfen? In erster Linie gegen Systeme. Dr. Goebbels hat ja selbst den Begriff Plutokratie erst zu dem gemacht, was heute die ganze Welt darunter versteht. Später kam der Begriff Bolschewismus von der anderen Seite dazu. Zeitweise ging es auch gegen regierende Männer. Er kam da aber mit der deutschen Presse nicht klar.
hat sich darüber geärgert. Er sagte einmal in einer Konferenz: Meine Herren, wenn ich an Ihre Stelle 10 Juden setzen könnte, die würden das hinkriegen. Aber er kam später auch von diesem Angreifen gegen Persönlichkeiten wie Churchill wieder ab. Er fürchtete, diese Männer würden zu populär durch seine eigene Gegenpropaganda. Im Übrigen hat er persönlich Churchill gar nicht gehasst, sondern insgeheim bewundert. Genauso wie er beispielsweise ein Bild des Duke of Windsor den ganzen Krieg über auf seinem Tisch stehen hatte. Also zeitweise Hass gegen einzelne Männer, durchgehend Hass gegen Systembegriffe. Herr Zeuge, bitte prüfen Sie vor Beantwortung der nächsten Frage Ihr Gedächtnis ganz genau und denken Sie hierbei besonders an Ihren Eid. War der Zweck der Propaganda, für die Fritzsche Befehle entgegennahm und durchführte, die Erweckung von zügellosen Leidenschaften, die einer Aufforderung zu Mord und Gewalttaten gleichkommen konnten? Oder was war sonst Ihr Zweck? Nein, Leidenschaften konnte der Minister in seiner Propaganda gar nicht brauchen. Leidenschaften lohen auf und klingen wieder ab. Was der Minister brauchte, war eine stetige, durchgehende Linie. War eine stetige Haltung, ein Durchhalten, auch in schweren Zeiten. Hass und gar Mord hätte dem deutschen Volk weder gelegen, noch konnte Dr. Goebbels das brauchen. Unterstand die deutsche Propaganda im Ausland, besonders in Russland, überhaupt im Propagandaministerium? Ich muss hier teilen. Ich weiß nicht, ob ich auf den seltsam bekannten Gegensatz zwischen Dr. Goebbels und Herrn von Ribbentrop eingehen muss. Das Auswärtige Amt hatte ja zu Beginn des Krieges gefordert, dass die gesamte Auslandspropaganda, im Einzelnen die Propaganda im Ausland, die Propaganda über den Rundfunk ins Ausland und die Propaganda den in Deutschland lebenden Ausländern gegenüber in seine Hände übergehen müsse. Es kam zu sehr hässlichen Kontroversen. Es wurde ein Führerentscheid herbeigerufen. Schließlich legten sich aber beide Parteien diesen Entscheid zu ihren Gunsten aus. Herr Zeuge, vielleicht noch kürzer. Gut, ich kann das auch lassen. Ich glaube, es ist nicht. Der Gegensatz zwischen beiden ist bekannt, aber Russland muss ich noch sagen. Bitte. In Russland unterstand die Presse und Propaganda bis etwa März 1944 mit Herrn Rosenberg. Auch da war Dr. Goebbels... Wait a minute. Ja, what has this, the Russian propaganda, got to do with the defendant? Nein, die deutsche Propaganda in russischen Gebieten. Danach habe ich ihn gefragt. Oh. Sollte er nur mit einem Satz sagen. Ich hatte es auch schon gesagt eben. Bis 44 Rosenberg, sehr zum Kummer von Dr. Goebbels, der glaubte, dass man den Russlandfeldzug propagandistisch hätte gewinnen können. Ich habe noch eine letzte Frage an Sie. Die Anklagebehörde hat gestern, als Herr Fritzsche sich im Kreuzfeuer befand,
mehrere Vernehmungsprotokolle vorgelegt, darunter zum Beispiel von Generalfeldmarschall Schörner.